Zhenwu wird belagert von Monstrositäten des Tsinch. Hier ist noch ein Magier. Wir haben hier noch Elite-Kavallerie, einen erhabenen Feuerdämon und einen Seelenzermalmer. Das sieht nicht gut aus. Standhaft ist Rang Lei. Unser oberster Magistrat mit guter Artillerie, das ist erstmal nicht verkehrt. Aber er und auch die Garnison sehr, sehr lediert. Was können wir dagegen machen? Ja, also wir sind hier direkt in der Belagerung drin, das heißt, er kann nicht selber rekrutieren. Wir könnten sagen, im Hafen von Hanyu werden wir rekrutieren. Allerdings ist das Problem, wir haben das Rekrutierungsgebäude in Zhenwu gebaut. Da Zhenwu belagert wird, können wir diese normalen Infanterieeinheiten hier gar nicht bauen. Was können wir bauen? Wir können Artillerie bauen, wir können starke Fernkämpfer bauen, wir können ein bisschen Kavallerie bauen und die Elite-Einheiten. Aber die Elite-Einheiten brauchen halt sehr lange, bis sie entsprechend da wären. Deshalb könnte man sagen, in Shangyang werden wir noch einen weiteren Kommandanten aufstellen, der jetzt nur die Aufgabe hat, hier zu verteidigen, so lange bis Rang Lei das Ganze wieder unter Kontrolle hat. Ich kann mir nämlich noch nicht vorstellen, dass Tsinch hier angreift in der nächsten Runde. Es könnte aber sein. Aber dann habe ich immer noch Hoffnung, dass wir das dann in der Verteidigung hinbekommen. Wir stellen hier einen Kommandanten auf. Und zwar einen, der gut ist auf dem Schlachtfeld hier. Dieser Yin-Kommandant, 2 Führerschaft und 2 Nahkampfangriff für alle Einheiten in seiner Armee. Niu Juan Yan, du kommst nach Shangyang und du wirst jetzt erstmal Upgrades bekommen. Wille des Drachen, Taktiker, inspirierte Verteidigung, das kennen wir bereits. Aber wir werden jetzt hier noch weitere Dinge machen. Wir werden Ogerbullen rekrutieren. Und das 2-mal. Wir könnten auch die Trauerfangreiter rekrutieren, aber das muss eine schnelle Einheit sein. Eine schnelle, mobile Einheit, die wir rüberschicken. Das heißt, wir rekrutieren hier erstmal nur die Sachen, die eine Runde kosten, damit wir in der nächsten Runde damit schon hier unten ankommen und das sollte dann reichen, um diese 13er-Armee auch wirklich dann in die Jagdgründe zu schicken. Der Turm von Asher wird allerdings auch bedroht hier von Mormel. Aber die 18er Garnison sollte diese Sklavenarmee auf jeden Fall aufhalten können. Was wir noch machen könnten, ja, in Zhenwu können wir keinen... Nee, da können wir leider keinen Helden aufstellen. Wir können noch einen Helden aufstellen. Das könnten wir hier im Hafen von Hanyu machen, zumindest ein Astromanten. Die sind aber auch alle Yin-harmonisch. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Da habe ich eben nicht drauf geachtet. Weil wir ja jetzt auch einen Yin-Kommandanten aufgestellt haben. Hier hinten könnten wir einen Alchemisten mit einer Yang. Ja, mit einer Yang-Harmonie aufstellen. In Stufe 10 sogar. Ja, das sollten wir machen. Das ist Juni. Ein leidenschaftlicher Befrager. Und reduziert die Korruption. Dann können wir hier vielleicht auch gegen Entiro Todesbringer mal vorgehen. Das heißt, Attentat werden wir skillen, damit wir gegen Todesbringer gleich vorgehen können. Dann auch Spezialist, damit die Erfolgschance höher ist und auch die Kosten reduziert werden. Und dann natürlich auch etwas für das Schlachtfeld, und zwar ein Ross, Wintermumini und die weitreichende Disziplin. Damit wird Juni nicht so einfach sterben. In dieser Runde kann Juni nichts mehr machen. Ja, ich glaube, es ist aber nicht verkehrt, wenn wir hier ein bisschen darauf setzen, unsere Heimat weiter zu verteidigen. Die Stadt der Affen könnte auch nochmal ein Upgrade der Viehstelle vertragen. Das machen wir auch. Statt der Affen gerade nicht unter Belagerung oder sonstigen
Restriktion, das sollte erstmal soweit in Ordnung sein. Der Eisendrache hier oben, ganz, ganz bittere Erfahrung gemacht. Das, was wir für den richtigen und sicheren Weg gehalten haben, hierhin, zur unmöglichen Festung, das war nicht der richtige Weg. Und so sind wir jetzt hinter Speckos Goldzahn und sind sehr, sehr stark angeschlagen. Ob das was werden wird, ich weiß es nicht. Wir haben auch nur noch 4 Runden Zeit. Das wird ganz, ganz knapp. Wir bleiben auch hier mit der Kamera und gehen in die nächste Runde. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier weitergehen wird. Zinsch hat nicht angegriffen. Das ist sehr gut. Das heißt, dass wir die Heimatbelagerung auf jeden Fall durchbrechen können. Aber hier haben natürlich diese Schergen des Zinsch angegriffen. Und wir würden einen Pyrrhus-Sieg erlangen, wenn wir das automatisch fechten würden. Aber wir sehen links an den rot blinkenden Einheiten, dass unsere gesamte Armee zerstört werden würde. Das heißt, wir müssen diesen Kampf selber führen. Was erwartet uns? Uns erwartet ein sehr schwacher gegnerischer Kommandant. Wenn wir den in den Fokus nehmen, könnten wir vielleicht was rausholen. 2x brennende Streitwegen des Zinsch, die hauen wirklich rein. Wir haben einen Sehenser Malma, auch der problematisch, aber das könnten wir hinkriegen. Wir gehen in die manuelle Schlacht. Und ich bin sehr gespannt, wie hier die Karte sein wird. Ja, ich glaube, die Karte kennen wir bereits. Eine relativ ausgeglichene Karte. Hier sehen wir an den hellen Schattierungen, hier wird es einen kleinen Hügel geben, aber nichts Großes, nichts Dramatisches. Der Feind, ja, mit einer Armee, die auch sehr, sehr stark hier in unsere Fernkämpfer reingehen wird. Ja, ich bin gespannt. Zinsch, zeige dich. Du wirst uns nicht brechen. So. Lehre der Schatten. Kataklystischer Zauber mit der Weise der Verzweiflung. Minus 8 Führerschaft, minus Nahkampfabwehr, minus Nahkampfangriff auf den Feind. Das können wir nutzen. Wir stellen unsere Armee auf. Wir stellen erstmal eine breite Schlachtreihe unserer Eliteeinheiten auf. Sehen aber hier, die Mitte ist so ein bisschen ausgedünnt. Das heißt, die kommen ein Stück nach hinten und werden voll gefüllt mit diesen Einheiten hier. Und die Oger kommen nach hinten zu den Fernkämpfern, die sich hier schön breit aufstellen. Und dann können die Oger sich um eine Einheit der Chaosfurien kümmern. Dann haben wir hier natürlich unsere Mentau. Mentau wird hier die Moral hochhalten. Das ist Steuergruppe 1. Und der Eisendrache, wir kennen es bereits mit seinen Solo-Missionen. Der wird sich entsprechend um den feindlichen General kümmern. Wir starten das Gefecht. Eisendrache, geh mal nach vorne. Aber der Feind bewegt sich von sich aus schon auf uns zu. Das heißt, wir können uns aufstellen, wie wir wollen, so ein Stück weit. Das ist gar nicht schlecht. Hier kommen Chaosfurien, das ist kein Problem für den Eisendrachen, aber der brennende Streitwagen könnte ein Problem werden. Deswegen gehen wir ein Stück weit zurück. Kommt der Angriff auf den Eisendrachen? Ja. Okay, interessante Entscheidung des Feindes. Sollte uns aber erstmal egal sein. Wir schicken alle Fernkämpfer hier auf diesen brennenden Streitwagen des Zinsch. Und der Eisendrache, der wird hier einmal seinen Zauber durchschicken. Der wird hier in die Chaosfurien diesen Atem reinschicken. Der wird hier auch nochmal einen Atem hinterher schicken. Und sich buffen, die Feinde debuffen, sich selber noch mehr buffen. Und mit dem Feuerball auch nochmal auf den Feind gehen. Können hier nochmal einen Atem wirken.
Und hier kommen wir zum Angriff. Hier wird natürlich auch, wenn unsere Fernkämpfer leider tangiert, das ist nicht so schön, das kriegen wir aber hin. Der Angriff kommt, der Angriffsbefehl läuft und der Eisendrache hat alles gewirkt, was er wirken konnte. Aber bitte alles nach vorne, Leute. Und Mintao kann natürlich hier die Winde der Magie noch weiter kanalisieren. Gehennas goldene Hunde hier mitten rein. Ein Bombardement hier hinten rein. Der Eisendrache verwandelt sich mal zum Drachen, denn der hatte gerade ein bisschen Probleme gegen den brennenden Streitwagen. Der Eisendrache kann auch ein Stück weit hier zurückgezogen werden. Das wäre nicht das Problem. Ja, es läuft gerade nicht so gut. Gebe ich zu. Ich habe es mir anders vorgestellt, die Schlacht. Aber wir werden alles versuchen. Jetzt ist die Zeit gekommen, um hier die erhabenen Rosa Horrors zu debuffen. Der Eisendrache stark unter Beschuss. Großes Problem an dieser Stelle. Der brennende Streitwagen vor allem macht uns gerade richtig Probleme. Wenn der Eisendrache fällt, ist unsere Mission vorbei. Dann ist die Mission vorbei hier im Reich des Chaos. Eisendrache, du musst dich zurückziehen. Es gibt gerade keine Möglichkeit. Weich aus! Oh Mann, ist das gefährlich gerade. Also hier die Fernkämpfer einmal auf diesen brennenden Streitwagen des Zinsch. Der Eisendrache, der darf jetzt wirklich nicht fallen. Ich würde sogar sagen, Eisendrache, flieh vom Schlachtfeld. Wir müssen den Eisendrachen fliehen lassen, damit er überlebt. Hier müssen wir wieder weiter unsere Leute koordinieren. Das sieht soweit in Ordnung aus. Es sieht nach einem Sieg aus, aber was für einer. Wie knapp war das zwischendurch. Der Eisendrache scheint geflohen zu sein und der brennende Streitwagen des Zinsch ist noch da. Kümmert sich jetzt hier natürlich um unsere Fernkämpfer und das kostet natürlich ordentlich Moral, dass hier unser General geflohen ist, dass unser General einfach wegfällt. Das kostet richtig viel Moral. Gehennas goldene Hunde. Einmal hier in die erhabenen Rosa Horrors. Das könnte reichen, um die komplett zu zerstören hier unten. Und hier auch nochmal ein Debuff auf die Feinde. Ja, da wird Mintao jetzt auf einmal mal ganz, ganz wichtig. Mintao. Hier hinten die einmal buffen. Und die erhabenen Rosa Horrors weiterhin verfolgen. Diese Einheiten müssen unbedingt wieder zurückgeschickt werden. Ein ganz, ganz knapper Kampf. Aber wir haben es anscheinend hinbekommen. Hier gerne nochmal reingehen und den Feind entsprechend debuffen und uns buffen, Mintao. Du bist gerade die Kommandantin hier. Auch du bist kurz davor zu sterben. Aber wir brauchen dich. Auf den Sehenzermalmer rauf. Brauchen dich, Mintao. Und buff dich selber nochmal. Gib dir nochmal Rüstung. Der Sehenzermalmer ist stark. Ja, wir sehen das. Nur noch 200 Leben. Vielleicht hätte Mintao das noch nicht mal überlebt, ohne den Zauber, den wir gerade auf sie gewirkt haben. Ohne den Rüstungszauber. Könnte gut sein, dass Mintao nur durch ihren Buff gerade überlebt hat. Wow. Super spannende Schlacht, aber wir haben es geschafft. Und mit einem ganz, ganz seltenen Manöver. Ein Manöver, welches ich niemals eigentlich durchführen würde. Ich habe unseren legendären Lord fliehen lassen, weil er sonst gestorben wäre. Unser legendärer Lord, unser Kommandant, unser Anführer ist vom Schlachtfeld geflohen und nicht, weil es nicht anders ging, sondern weil ich es befohlen habe. Oh Mann, wenn wir das zu Hause in Cathay erzählen, das glaubt uns doch niemand. Vielleicht sollten wir es auch für uns behalten, denn das könnte die Kontrolle nochmal enorm beeinflussen. Wir sehen Mintao
unfassbar stark gewesen. 103 Tsinsha Chaos-Dämonen besiegt. Sie war auf jeden Fall der MVP dieser Schlacht. Ohne Mintao wäre das vielleicht sogar verloren gewesen. Nicht nur vielleicht, sogar ganz sicher. Ich gehe davon aus, ohne Mintao hätten wir hier verloren. Und wir haben ja gesehen in der Vorschau, dass wir eigentlich die gesamte Armee verlieren würden. Das ist nicht passiert. Wir decken ein Teleportationssiegel auf. Aber auch das falsche, ein lila Siegel, weil wir müssen ja zur Festung, zur unmöglichen Festung. Aber wir finden den Weg nicht dorthin. Fraktion vernichtet die wandelnden Toten. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn wir noch hier im Reich des Chaos sind, während hier die Risse noch offen sind. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was dann noch passieren wird. Stirbt der Eisendrache? Wird er zurück teleportiert? Ich weiß es nicht. Wir sind hier so lediert. Schaut euch das mal an. Unsere Armee ist so stark mitgenommen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen einmal in die Lagerstellung gehen. Es geht nicht anders. Wir hätten aber bei der automatischen Berechnung eigentlich fast alle verloren. Also man muss auf der anderen Seite sagen, das war schon stark von uns, auch wenn es sehr knapp war. Aber auf der anderen Seite, ja, zu welchem Preis? Die Alternative wäre aber gewesen, dass die Mission ganz und gar zum Scheitern verurteilt wäre. Wir sehen hier unten weitere Schergen des Tsinsh. Da hat unserer Verbündete die Nomaden des brennenden Windes ziemlich dran zu knabbern. Aber erstmal wird hier Tsinsh zu knabbern haben. Und zwar an der Übermacht hier. Naja, das müsste doch eine Verstärkungsarmee sein. Es müsste nah genug sein, oder? Ich gehe davon aus, wenn wir ausfallen würden, könnten wir unterstützen? Nein, könnten wir nicht. Das heißt, wir fallen natürlich nicht aus. Aber ich gehe davon aus, dass Neo Jan Yan unterstützen könnte, wenn es hier zur Schlacht käme. Und dass auch hier Garnison und so weiter unterstützen könnten, wenn hier die Belagerung abgebrochen wird, um ihn anzugreifen. Also das sollte eigentlich funktionieren. Hier hinten könnten wir mal versuchen, hier diesen Diener des Slaanesh umzubringen. Und das hat geklappt. Wunderbar, Juni. Gute Frau. Hätte es eh nicht geschafft, bis hier hinten hinzukommen, aber die kann jetzt mal diese ganzen ekelhaften gegnerischen Agenten hier aus den Landen schaffen. Das ist erstmal nicht verkehrt. Dann haben wir natürlich hier noch Remy. Und Remy wird natürlich hier auch unterstützen. Kommt er hier rein? Schaffst du das, hier dazu zu stoßen? Ich glaube nicht. Ich glaube, er kann hier nicht reingehen, weil ja hier die Belagerung stattfindet. Aber dann wird er bald dazu stoßen können. Mormel, wie gesagt, hier immer noch ein Problem, aber ich denke, dass wir uns gut verteidigen können. Und das sollte es eigentlich gewesen sein für die Runde. Ich wüsste nicht, was wir noch machen könnten. Der Eisendrache muss sich weiterhin auskurieren. Wir gehen eine Runde weiter. Und jetzt wird es spannend. Wir haben uns wirklich stark verpokert im Reich des Chaos. Und ja, es ist tatsächlich so, dass hier diese Armee als Verstärkungsarmee dazustoßen kann. Das heißt, wir werden natürlich die Schlacht führen, weil die automatische Berechnung sagt, dass wir die verlieren würden. Würden wir auch, wenn wir hier nur mit der Garnison spielen würden, aber wir haben ja hier noch eine kleine Armee ausgehoben. Und es könnte gut sein, dass wir das hinkriegen. Die kommt übrigens hier.
Wir müssen uns ja wieder einen Ort aussuchen, den wir verteidigen wollen. Hier oben könnte ich mir vorstellen, dass das eine gute strategische Position wäre. Es dauert lange, bis Tsinch hier ist. Das heißt, dass diese Armee in der Zwischenzeit auch hier über die Westfront dazu aufschließen könnte. Wir starten die Aufstellung. Also, Tsinch greift über zwei Seiten an. Einmal hier diese Seite. Das ist die Seite, die wir wahrscheinlich am ehesten verteidigen wollen. Und dann hier hinten, ganz auf der anderen Seite, hier. Okay. Ja. Wir schauen mal. Vielleicht wäre es am schlauesten, wenn wir wirklich nur diese Seite hier verteidigen. Oder uns komplett hier hinten zurückziehen. Hier gibt es einen Eingang und einen zweiten Eingang. Das heißt, die könnten wir sehr gut dicht machen. Schauen uns das nochmal ein bisschen an. Ja, es gibt diese zwei Zugänge. Wir könnten auch sagen, wir verzichten auf die Mauerverteidigung und ziehen uns komplett hier hinten hin. Wie eben schon besprochen. Das heißt, wir könnten hier die Artillerie schon mal aufstellen, die irgendwie versucht, hier links und rechts zu stehen und das komplett hier abzudecken. Wer von hier kommt, wird attackiert. Ja, das finde ich gar nicht so schlecht. Wir haben hier noch einmal eine Wegwerfeinheit. Die könnten wir hier oben hinstellen. Einfach damit die Türme hier bemannt sind und die Feinde hier beschossen werden. Auch das, glaube ich, eine gute Sache. Dann haben wir natürlich hier noch Elite-Einheiten, Elite-Schützen. Die sollten auch irgendwie hier hingestellt werden, dass die eine gute Abdeckung haben. Ja, die kommen direkt nebeneinander. Da haben wir hier noch welche mit Schilden. Die können dann hier hingehen. Und dann haben wir hier noch weitere. Und hier muss ja auch beschützt werden. Da würde sich das vielleicht hier ganz gut anbieten. Wobei die dann hier nicht über den Eingang verteidigen könnten. Das heißt, wir stellen die mal direkt hier hin. Dieser Eingang hier wird verteidigt von Bauern. Ja, zwei Reihen. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht. So. Und nochmal hier die stärkere Einheit. Geht nur darum, hier so lange aufzuhalten, wie es nur geht. Dann haben wir hier noch weitere Fernkampfeinheiten. Und die würden sich vielleicht so anbieten, dass die hier diese Einheiten, die von hier kommen, rausnehmen. Und dann brauchen wir natürlich hier auch entsprechend Einheiten, die standhalten können. Und das sollten dann diese Hellebardenträger sein. Die kommen hier nach vorne. Und dann haben wir hier noch Krieger mit Schild. Die kommen dahinter, ich weiß. Schilde nach vorne stellen ergibt viel Sinn, aber wir haben ja hier monströse Einheiten. Und da möchte ich hier Einheiten vorne stehen haben, die Abwehr gegen große Einheiten haben. Und die Elite-Einheiten natürlich dann auch, ja, vielleicht sogar noch davor, weil die haben ja sogar Schilde noch zusätzlich. Damit sollte dann eine ganze Menge abgedeckt sein. Wir haben keinen viel besseren Plan, um uns zu verteidigen. Wir haben hier drüben noch einen Astromanten und wir haben hier Rang Lay. Die kommen natürlich hier in die Preschen rein. Diese Preschen sind natürlich auch deshalb gut, weil der Feind mit seiner Übermacht weil der Feind diese Übermacht hier nicht gut nutzen kann,
Weil es ja nur einen kleinen Eingang gibt. Das heißt, dass zumindest die Nahkämpfer ein bisschen schlechter gestellt sind. Und die Kavallerie, stellen wir hier mal in die Mitte, die sind dafür da, aufzuhalten, falls links oder rechts ein Durchbruch geschehen sollte. Wir haben hier einmal eine Turmposition. Und das war's. Ja, einen Turm haben wir hier nur. Und wir haben hier natürlich den Blick auf diesen Siegpunkt. Könnten auch sagen, hier diese Fernkämpfer, die blicken mal hier runter auf den Siegpunkt, weil der wird ja sicherlich tangiert werden. Ja, davon könnten wir ausgehen. Dann machen wir das mal so. Ansonsten sollte so alles stehen und wir müssen hier hinten auf die Verstärkung hoffen. Wir starten das Gefecht und gehen hier vorne zu unseren Gnoblas, die ja jetzt hier die Türme besetzt haben. Und die Türme jetzt auch entsprechend ein bisschen Schaden anrichten können. Das wird nicht viel sein, aber die Türme machen mehr Schaden, als es ein Gnoblar könnte. Vielleicht können wir sie sogar gezielt hier auf diesen erhabenen Feuerdämon schicken. Ja, die machten schon ganz gut Schaden. Vielleicht können wir es noch ein bisschen nutzen. Das wäre ganz gut. Aber die Gnoblas sind jetzt schon down. Ja, das ist die Elite-Kavallerie gegen eine Wegwerfeinheit. Da kann man nicht wirklich viel erwarten. Aber hey, wir haben ein bisschen Schaden anrichten können. Mehr können wir gerade auch nicht erwarten. Wir können ein bisschen vorspulen, weil gerade nicht viel passiert. Wir warten auf unsere Verstärkung. Und Siege wird nach und nach hier entsprechend die Burg einnehmen. Und wir können nicht so nah ran, weil wir natürlich hier hinten immer mit der Sicht beschwert sind. Aufgrund des legendären Modus. Und hier kommt die Verstärkung rund um Kommandant Niu Juan Yan. Wir kommen mit Ogern mit Doppelwaffen und mit Jadekriegern mit Hellebarden. Also eine komplette Nahkampfarmee. Und da sollten diese erhabenen Rosa Horrors ziemlich gut auseinandergenommen werden. Sehr gut, dass er hier einzeln auf uns zuläuft und sich hier diesem Kampf stellt. Die Ogerbullen mit Doppelwaffen sind mit einer 54er Geschwindigkeit auch deutlich schneller als die erhabenen Rosa Horrors. Das Siege mit nur 38 Geschwindigkeit. Also an dieser Stelle werden die auch eingeholt werden. Der Chancenbalken sagt, wir verlieren das Ding ganz, ganz eindeutig. Ich sage, wir geben alles, dass das nicht passiert. Jetzt kommen wir natürlich zu einer kritischen Stelle, an die ich nicht so richtig gedacht habe. Der Feind kommt mit seinen Fernkämpfern, mit seiner Kavallerie und greift hier unsere Fernkämpfer an. Das habe ich tatsächlich nicht so richtig bedacht. Aber das kriegen wir hin. Das sollte kein Problem sein. Wie sieht es hier hinten aus? Ja, wir haben hier die Rosa Horrors eingeholt. Sollte gar kein Problem sein, die werden zerstört. Hier hinten sieht das auch ganz gut aus mit der Kavallerie. Die sind halt einfach in der Unterzahl, nur wenige Einheiten, von daher sollte das funktionieren soweit. Aber hier sollten wir unbedingt in den Nahkampf gehen mit dieser rechten Spalte. Danach wieder dicht machen, weil wir hier mit dem Feuerdämon leider beschossen werden. Ja, und hier wird natürlich die Artillerie angegangen. Das ist schon schlau gemacht vom Feind. Aber da haben wir gerade nicht so viele Möglichkeiten, darauf einzugehen. Gut wäre, wenn wir hier die Ritter des Untergangs rauskriegen könnten. Ich weiß auch nicht, warum diese Einheiten hier gerade keine Sichtlinie haben. Stellt euch mal wieder hin.
könnte sein, dass das ein Problem ist mit der Stellung, die sie hier haben, die sie hier eingenommen haben. Schauen wir mal. Hier, der Feuerdämon wird rausgenommen. Rang Lei hat ein bisschen Probleme. Sollte es sich einmal buffen hier. Und hier die Verstoßenen des Zinsch müssen auch unbedingt in Beschlag genommen werden. Und dann haben wir hier natürlich auch die Verstärkung, die unbedingt dazustoßen muss. Die Kavallerie könnte tatsächlich mal hier dazustoßen, um hier nochmal ein bisschen zu unterstützen. Weil das gerade schon deutlich kritischer ist, als es sein sollte oder sein dürfte. Vielleicht nochmal die harmonische Konvergenz hier rein. Und wir sehen übrigens auch den Skaven-Einfluss dieser Stadt. Oder war das einst eine Skavenstadt? Das kann auch sein. So, hier haben wir es geschafft. Können hier wieder dicht machen. Beziehungsweise müssen wir die Verstoßenen erstmal... ja, erstmal hier abfangen. Und hier gibt es natürlich größere Probleme, als wir uns das gewünscht hätten. Weil wir hier, oder ich hier... einfach nicht bedacht habe, dass der Feind ja mit seiner Elite-Einheit einfach hier hinstürmen könnte. Ja. Ihr kommt mal hier hin. Und ihr... also Rang Lei zumindest wird hier die Verstoßenen angreifen. Ihr kümmert euch mal um die Verstoßenen hier. Hier gibt es gleich auch... den ersten Zusammenstoß. Ihr müsst das hier an der Stelle aushalten. Es geht gerade nicht anders. Es tut mir leid. Und auch die Kavallerie muss es hier an dieser Stelle aushalten. Natürlich unterlegen gegen die Elite-Einheit. Ist ja ganz klar. Rang Lei schafft das aber hier mit den Verstoßenen. Das sollte erstmal kein Problem sein. Wir haben hier einen Siegpunkt wieder eingenommen. Das ist erstmal eine gute Sache. Gibt es hier hinten denn auch noch einen Turm, den wir bauen könnten? Das ist ja die große Frage. Nein. Also wir gehen hier hinten hin. Natürlich hier diesen Punkt auch wieder eingenommen. Könnten hier oben dann entsprechend auch einen Turm bauen. Wo ist der Turmplatz? Sehen gerade nicht. Hier. Bauen wir hier doch auch mal einen Turm. Schadet ja nicht. Dann auf diese erhabenen Rosa Horrors. Und diesen Turm könnten wir dann ja auch ausbauen. Zu dem Durchstoßturm der Stufe 2. So, wie sieht es hier oben aus? Ja, die gesamten Fernkämpfer wurden einfach... hinterlistig rausgenommen. Und hier auch der Durchbruch. Ich glaube, es sieht nicht gut aus um Jenwu. Aber wir versuchen es weiterhin, ist ja klar. Diese Einheiten müssen hier hoch. Ganz, ganz schnell und ganz, ganz dringend. Rang Lei. Noch einmal deine Fähigkeit. Wir brauchen dich. Und die Einheiten hier sind einfach so langsam. Das dauert so Ewigkeiten, bis sie da sind. Ja, hier dieser Turm. Könnte sich auf den Sehenzermalmer stürzen. Das macht er auch gerade. Schwierige Entscheidung. Der Turm natürlich gegen Infanterie sehr gut. Aber was ist gerade das größte Problem? Wahrscheinlich der Sehenzermalmer. Ganz, ganz schwierige Entscheidung. Ich würde sagen, wir bleiben mal auf dem Sehenzermalmer. Haben wir hier irgendwo noch eine Turmposition? Ja, hier.
Geht mal hier rauf und verhindert, dass hier dieser Punkt eingenommen wird. Wir haben mittlerweile ein paar Türme gebaut. Das ist erstmal gut und wichtig. Aber wir sehen unten an der Leiste, dass wir kaum noch Einheiten haben. Es ist eigentlich nur noch die Verstärkung am Leben. Ranglay. Fleet. Ist nicht steuerbar. Ja, es ist nicht so richtig gut gelaufen, aber ich schätze mal, diese Schlacht war schon zum Scheitern verurteilt. Ich habe ja immer Hoffnung. Und versuche es zumindest. Aber in diesem Fall war die Hoffnung vielleicht schon von vornherein nur eine Utopie. Dieser Turm hat, glaube ich, keine Sichtweite mehr auf den Sehenzermalmer. Und diese Einheit rund um Niu Juanyan ist einfach zu langsam. Schafft es nicht rechtzeitig, hier oben hinzukommen. Wir haben den Feind gut Schaden bereitet. Das ist nicht verkehrt, aber hätten wir die Fernkämpfer nicht so bitter verloren, wäre es vielleicht nochmal anders ausgegangen. Wir haben hier nur noch die ganz langsamen Einheiten, die hier hinten teilweise noch auf der Mauer rumkraxeln. Nach und nach kommen sie rüber. Ihr sollt die letzte Hoffnung sein. Ja, danke schön. Diese Schlacht scheint verloren. Gibt keine Möglichkeit mehr, die zu gewinnen. Der Feind nimmt jetzt hier die Punkte ein. Wir werden hier natürlich diesen Punkt verteidigen. Der hier oben ist bereits verloren. Weil wir hier zumindest nochmal einen Turm haben. Können wir irgendwo noch einen Turm bauen? Das ist vielleicht nochmal eine ganz interessante Frage. Die können ja sehr weit schießen, die Türme. Gibt es hier noch irgendwo einen Turm? Ich glaube nicht. Ich sehe zumindest gerade keinen hier oben. Könnten wir einen Kanonenturm bauen? Niu Juanyan. Auf diesen Siegpunkt bitte. Auch wenn das nicht mehr viel bringen wird. Diese Hellebardiere sind zumindest so langsamer angekommen. Sie sind noch motiviert. Aber wird das so viel bringen? Wie weit können die Türme denn schießen? Doch, die haben schon eine gute Reichweite. Es ist gar nicht so schlecht. Du könntest gleich hier diese Hellebardiere buffen, die hier auf diesen Siegpunkt gehen sollten. Und die unterstützen mal hier den Kommandanten. Und Zinsch natürlich mit der überlegenen Magie hier unterwegs. Ah, das tut echt weh. Das ist wirklich bitter. Aber dieser Kampf hier an dieser Stelle gegen die letzten Ritter des Untergangs scheint tatsächlich ganz gut gelaufen zu sein. Und wir können hier diese Hellebardiere nochmal buffen. Und dann sind die Ritter des Untergangs leider hochgegangen in dem Moment. Und ihr geht natürlich auch weiter und dann hier auf die erhabenen rosa Horrors des Zinsch. Hier oben sehen wir das, die Siegpunkte, die hier generiert werden, laufen gegen uns. Aber hier kommen wir nicht mehr hin. Keine Chance dort noch hinzukommen. Wir werden dem Feind noch so viel Schaden zufügen, wie es nur geht. Das ist Ehrensache.
Aber es wird nicht mehr viel sein. Der Kampf ist verloren. Er war schon immer verloren. Hier hinten diese Nachzügler. Ja. Das war der Kampf. Es gibt nichts mehr zu holen. Das war der Kampf um Zhenwu. Zhenwu ist gefallen. Xinch hat uns vernichtet. Zumindest diese eine Stadt. Und was bleibt, ist der Eisendrache im Reich des Xinch, der von Xinch getäuscht wurde. Die Königsdisziplin des Xinch. Dafür ist er da. Das ist das, was er kann. Täuschen. Manipulieren. Zumindest die Zeit. Und wäre der Eisendrache in den Landen geblieben, hätte das hier nie passieren können. Er ist aber gegangen. Er ist in das Land des Xinch gegangen, in das Reich des Hexers und wird wahrscheinlich ohne Prinzenseele zurückkommen. Wir wurden getäuscht. Und Xinch hat sich Zhenwu gekrallt. War das von vornherein der Plan? Der ausgeklügelte Plan von Xinch? Was haben sie mit Remy gemacht? Nur ausgeraubt. Ja, hört sich weniger schlimm an, als es ist. Natürlich ist jetzt die Stadt weit unterentwickelt. Wir hatten die ja schon auf Stufe 3 ausgebaut, haben dort unsere Kaserne stehen. Eine ganz, ganz wichtige Stadt für uns. Aber zumindest wurde sie nicht abgerissen. Wir haben jetzt eine Yang-Harmonie von 6. Wahrscheinlich, weil das beides Yin-Kommandanten waren. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier gerade der Stand der Dinge ist. Wir sind hier bei Zhenwu. Und Zhenwu wurde abgerissen. Ich hab's falsch gesehen. Zhenwu wurde komplett zerstört. Übrig bleiben nur noch Ruinen. Und Falco? Wir können es nicht einfach so stehen lassen. Wir müssen versuchen, uns zu rächen. Zumindest den Versuch starten. Noch der schlägt fehl. Juni kann auch mal in diese Richtung rennen. Wir brauchen jetzt natürlich Yin-Kommandanten, die hier auch ein bisschen die Heimat verteidigen können. Wir haben hier einen gewalttätigen Lin Tao, der nur Waffenstärke-Buffs für sich hat. Das finde ich alles nicht so klasse. Haben wir einen drachenblütigen Shugengan. Wir hätten hier Stufe 4 Lan Tao. Wir hätten hier Stufe 2 Ming Fang. Die ermöglicht Giftattacken. Ja, so richtig tolle Kommandanten haben wir hier nicht. Was wollen wir nehmen? Vielleicht nehmen wir den leichtfüßigen Niu Zhu, weil der sich dann leichter aus schwierigen Gegebenheiten rauswinden kann. Und er rekrutiert hier die Elite. Die braucht eh der Eisendrache. Und wir brauchen jetzt hier mal eine ordentliche Basisverteidigung. Ist das alles bitter? Ist das alles bitter? Wir sind hier voll auf der Kontrolle. Und könnten hier den Zorn des Drachenkaisers nehmen, sodass der Feind hier Verschleiß erleidet. Immerhin das. Sodass hier Falco und seine Armee Probleme bekommt, aber noch nicht in dieser Runde. Okay. Ganz, ganz bittere Sachen. Unzugewiesene Fähigkeitspunkte. Klar, Niu Zhu, der neue Kommandant, bekommt Wille des Drachen, er bekommt Taktiker, er bekommt die
Inspirierte Verteidigung, das kennen wir bereits. Der Eisendrache, wie geht es dir? Hier kämen wir wahrscheinlich wieder zurück. In den Teleporter. Ja. Wir gehen mal weiter. Ich weiß nicht, was passiert, wenn hier die Risse sich schließen. Und wir kommen hier an. Wow. Okay. Did someone speak? Das heißt, der Eisendrache könnte es schaffen, hier noch diesen Kampf zu schlagen. Doch wird er stark genug sein, diesen Kampf zu schlagen? Wie viele Runden haben wir denn überhaupt? Was passiert, wenn diese Runden hier abklingen? Am liebsten würde ich ja hier vor rasten und warten, bis wir stark genug sind. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn wir diese Zahl abwarten. Ist das spannend? Wir gehen eine Runde weiter. Wow, wir haben doch noch den Weg gefunden, nach all den Schwierigkeiten. Nach all den Schwierigkeiten. Yongsun von den Nomaden des brennenden Windes möchte, dass wir einen Krieg beitreten, das lehnen wir ab. Und was passiert weiter? Werden wir nochmal angegriffen. Und? Nein. Deutzahn konföderiert mit dem Blutgurglern. Das ist ein wirklich sehr, sehr schlechtes Zeichen, denn das war ein Verbündeter von uns. Und unser Konkurrent, was Goldzahn ja definitiv ist, bekommt mehr Länder rein. Und unser Verbündete verliert alles. Das ist für uns quasi so, als wenn der Verbündete vernichtet worden wäre. Also der Eisendrache käme hier rein. Was passiert, wenn hier die 1 runterläuft? Können wir noch eine Runde warten? Denn wir müssen eigentlich ausheilen. Aber ich will nicht warten. Weil hier natürlich die Gefahr droht, dass wir sonst das nicht schaffen könnten. Was für ein Krimi. Wisst ihr das? Was passiert, wenn wir warten würden? Ich hoffe, wir sehen uns bei einer Endschlacht in der nächsten Folge.